Viva la Mama erzählt die Geschichte einer Theaterkompanie, einer Operkompanie, die versucht, eine Opera zu produzieren. Inszenierung, Musik und alles mit Sängern. Und so ist so wie ein Spiegel von was wir machen jeden Tag. Es ist ganz lustig. Donizetti möchte viel über diese Welt lachen. Und was wir möchten zeigen, ist diese Reise von Chaos, von Proben und alle die Probleme, die gibt in diesem Prozess, bis zum den letzten Moment, wo eine Vorstellung gibt. Während dieser Reise, ich hoffe, wir können auch zeigen, die wunderbare Magie von Theater und die Magie von Opern, aber natürlich auch, es muss viel Lachen vom Publikum geben. Es gibt viele, viele Rollen, alle sind fantastische und ganz komisch und ganz typisch von der Welt von Opera. Aber natürlich gibt es diese wunderbare Rolle von La Mamma Agatha. Und La Mamma Agatha ist von einem Bassbariton gesungen. So ist ganz lustig, dieser Mann, die singt als Frau. Aber natürlich in der Opera, sie ist eine Frau, Mama Agatha. Und Mama Agatha in meiner Inszenierung versucht, seine Tochter eine größere Rolle in dieser Operakompanie zu geben. Und am Ende, Mama Agatha möchte auch in dieser Opera singen. So alles bekommt ganz, alles wird ganz chaotisch sein. Und diese Figur wird lächerlich, aber auch ist eine Figur, die am Ende bringt alles zusammen, die Leute zusammen und macht uns, jeder von uns, singen über Leben, über Liebe, über Opera, über Kunst und über alles.